Frau Bundesministerin, nicht nur Österreich, ganz Europa befindet sich inmitten der vierten Corona-Welle. Rechnen Sie damit, dass es EU-weit bald Nachahmer geben wird, was die Impfpflicht betrifft? Nun, zum Ersten muss man sagen, dass tatsächlich die Zahlen in ganz Europa rasant ansteigen, dass wir seit kurzem auch von einer weiteren Variante gehört haben, wo die Experten jetzt noch forschen, inwiefern sie schlimmer ist, schneller ansteckend ist und getestet wird, wie sie vom Verlauf ist. Das heißt, es ist unumgänglich, hier auch weitere Maßnahmen zu setzen. Wir waren in Österreich sicher eines der ersten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das hier auch wieder einen Lockdown verhängt hat, einfach um das Gesundheitssystem zu entlasten, was eine extrem kurzfristige Sache ist und sein muss und hoffentlich auch bleiben wird. Aber was natürlich auch notwendig ist, ist die Impfrate in der Bevölkerung zu steigern. Und wir sehen hier keine andere Möglichkeit, als hier tatsächlich eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Ich war letzte Woche am Dienstag auch in Brüssel beim Rat Allgemeiner Angelegenheiten und ich habe natürlich den Kolleginnen und Kollegen von unserem Vorhaben berichtet. Und ja, es ist mit sehr, sehr großem Interesse auch von anderen Staaten beobachtet, wie wir damit jetzt in Österreich umgehen.